안녕하세요. Hi. Heute zeige ich euch zwei Versionen von meinem Spinatsalat. Spinat mit Knoblauch und Sesamöl ist eine klassische Art, die sehr fein und aromatisch gut ist. Die andere Version ist Spinat mit Gochujang-Sauce, leicht süß, sauer und scharf. Ich finde sie unglaublich lecker und interessant. Ich habe heute für zwei Variationen zwei Bündel Spinat vorbereitet. Jedes Bündel wiegt ca. 400 Gramm. Wenn man den Spinat im Wasser lässt, kann man ihn länger frisch halten. Den Spinat mehrmals gründlich waschen. Den Wurzelteil nicht wegschneiden, sondern auch sauber waschen. Vor dem Blanchieren von Spinat ein Sieb und eiskaltes Wasser vorbereiten. Wasser kochen, ein bisschen Salz hinzugeben und die Stielseite vom Spinat zuerst reintun. Ganz wichtig ist es, dass man den Spinat ganz kurz für ein paar Sekunden blanchieren soll. Nach ca. 5 Sekunden einmal wegdrehen und fertig. Schnell in kaltes Wasser abschrecken und kurz kalt duschen. Fest drücken, gut abtropfen. Da der heute zubereitete Spinat schon groß gewachsen ist, ist er etwas zäher als der kleine junge Spinat. In diesem Fall ist es gut, den harten Teil abzuschneiden und zum Kochen der Suppe wie Miso-Suppe oder Eiersuppe zu verwenden. Zuerst bereite ich eine süß-saure Gochujang-Sauce zu. 40 Gramm Gochujang, 2 Knoblauchzehen, ein bisschen Jungzwiebeln, 2 bis 3 Esslöffel Essig, einen Teelöffel gerösteten Sesam, einen Esslöffel Sesamöl, einen Esslöffel braunen Zucker und einen Esslöffel Reissirup. Alles zusammen gut mischen, bis sich der Zucker vollständig abgelöst hat. Diese Sauce ist außerdem perfekt für Bibimbukso, ein scharfes Nudelgericht nach koreanischer Art. Die Sauce auf den Spinat tun und vorsichtig vermischen. Jetzt ist die klassische Version dran. Den zusammengedrückten Spinat auflockern, damit das Mischen leichter ist. Salz, gerösteten Sesam, Dashi, Sesamöl und Knoblauch alles hinzufügen und gut mischen. Dieser Salat ist duftend und herzhaft. Es passt gut zu Eierspeisen und schmeckt gut, auch wenn man ihn mit Reis mischt wie Bibimbap.